In diesem Video werde ich dir zeigen, wo du neue Schriftarten finden kannst und wie du diese installierst. Ich habe dir meine Top 5 Webseiten zusammengestellt, wo ich selber meine neue Schriftarten suchen gehe. Auf Platz 5 ist Urban Fonts. Um eine Schriftart zu finden, wählst du hier oben eine Kategorie aus. Hier gibst du am besten den Namen der Firma ein, wenn du die Schriftart für ein Logo suchst. Ansonsten schreibst du hier am besten ein Pangramm hin. Ein Pangramm ist ein Satz, der alle Buchstaben des Alphabetes enthält. Ein deutsches Beispiel ist Vogel quacks zwickt Johnnys Pferd Bim. Und ein englisches Beispiel ist The quick brown fox jumps over the lazy dog. Ich in meinem Fall schreibe jetzt hier Quaddus Tutorial. Ob du die Schriftart, welche du heruntergeladen hast, nur zu persönlichen oder auch zu kommerziellen Zwecken nutzen kannst, siehst du jeweils an einer Datei, welche beim Download mitkommt. Um diese schlussendlich herunterzuladen, klickst du hier auf Download und Datei speichern unter. In diesem Beispiel hier sehen wir, dass ihr diese Schriftart nur zu persönlichen Zwecken benutzen dürft. Auf dem vierten Platz ist 1001 Fonts. Auch bei dieser Seite kannst du wieder deinen Vorschautext eingeben und die Suche etwas eingrenzen, indem du eine oder mehrere Kategorien anwählst. Hier siehst du jeweils rechts, ob diese Schriftart nur für den persönlichen Gebrauch ist. Wenn du schon weißt, dass du dieses Design veröffentlichen willst, dann empfehle ich dir hier oben den Haken bei Show only free for commercial use zu setzen. Um die Schriftart auf diese Seite herunterzuladen, klickst du auf Download und wieder auf Datei speichern. Auf Platz 3 befindet sich Font Space. Auch hier kannst du zuerst eine Kategorie auswählen und dann noch deinen Vorschautext eingeben. Hier siehst du jeweils oben rechts, ob diese Schriftart nur für den persönlichen oder auch für den kommerziellen Gebrauch ist. Wenn du schon weißt, dass du das Design veröffentlichen willst, dann empfehle ich dir hier oben den Haken bei Only 100% Free Fonts zu setzen. Um eine Schriftart von dieser Webseite herunterzuladen, klickst du auf die blaue Wolke und dann auf Datei speichern. Auf dem zweiten Platz ist die Seite dafont.com. Auch hier kannst du wieder zwischen verschiedenen Kategorien auswählen und deinen Beispieltext eingeben. Um 100% freie Schriftarten zu finden, musst du auf More Options und dann bei 100% Free einen Haken setzen. Um eine Schriftart von dafont herunterzuladen, klickst du auf Download und auf Datei speichern. Und auf dem ersten Platz befindet sich Google Fonts. Diese Seite hat es auf den ersten Platz geschafft, da du den Typ deiner Schriftart hier sehr gut einstellen kannst. Außerdem sind alle Schriftarten kostenlos und Open Source. Das heißt, sie sind so lizenziert, dass du sie sowohl für persönliche als auch für kommerzielle Zwecke nutzen kannst. Um von Google Fonts eine Schriftart herunterzuladen, klickst du hier auf das Plus. Dann klickst du auf das Menü unten rechts und klickst hier auf den Pfeil und Download. Wenn du eine Schriftart gefunden und diese heruntergeladen hast, zeige ich dir nun, wie du diese unter Windows 7 oder Windows 10 installieren kannst. Die erste Möglichkeit funktioniert sowohl bei Windows 7 als auch bei Windows 10. Dazu öffnest du den Windows Explorer und gehst dann auf die Festplatte, wo du Windows installiert hast. In den meisten Fällen wird das Laufwerk C sein. Danach gehst du zu Windows, scrollst ein bisschen nach unten und gehst dann in den Ordner Fonts. Hier ziehst du schlussendlich deine Schriftart-Datei rein. Hier musst du darauf achten, dass die Datei die richtige Endung hat. Sprich, du kannst nicht einfach das heruntergeladene ZIP-Archiv reinziehen. Dieses musst du zuerst entpacken. Geeignete Schriftartendateien sind zum Beispiel .otf oder .ttf. Es gibt aber noch viele mehr. Googelt euch einfach mal die Dateiendung
Wenn du nicht genau weißt, was für eine Endung die Datei hat, dann kannst du in den Eigenschaften unter Allgemein nachschauen. Bei Windows 10 kannst du die Schriftarten aber noch viel einfacher installieren. Und zwar musst du dafür nur einen Rechtsklick auf die Datei machen und dann auf Installieren klicken. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ja, dann zeig es mir doch mit einem Daumen nach oben oder lass ein Abo da. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.